Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Klein. Ich bin Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche primär. Und heute möchte ich mal in diesem Video kurz besprechen, warum meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach viel zu viele Mitarbeiter, Vertriebler im Pre-Sales, im Inside-Sales viel zu schnell aufgeben in der Neukundengewinnung, in der Neukundenakquise. Und da möchte ich mal drei Punkte herausarbeiten, die ich sozusagen auch immer wieder gesehen habe, als ich damals Teams aufgebaut habe, gecoacht habe und die ich auch jetzt sozusagen in meinem Online-Coaching immer wieder auch sehe. Respektive Online-Coaching kannst du dich natürlich auch gerne bewerben. Hier unten ist der Link in der Beschreibung zu meiner Akademie. Ja, der erste Punkt, ganz wichtig meiner Meinung nach, ist, dass man als Erwachsener grundsätzlich verlernt hat, zu spielen. Ja? Das Ganze einfach als Spiel zu sehen und einfach viel zu ernst nimmt. Denn wenn du es sozusagen nicht wie so ein Kind, das letztendlich den ganzen Tag sofort sich hinspielt und hinfällt, wieder aufsteht und sich niemals fragt, ja, warum bin ich jetzt hingefallen oder irgendwie sowas, oder es heult vielleicht mal ganz kurz und dann geht es aber sofort wieder weiter. Du als Erwachsener versuchst halt 2-3 Mal und sozusagen fällst hin und stehst halt nicht wieder auf, hast keine Lust mehr, bist zu satt und denkst viel zu viel drüber nach, ja, warum, weshalb und so weiter. Es gibt viele Situationen, wo du halt einfach in der Neukundenakquise erstmal nicht weiterkommst und dafür gibt es auch keine Begründung, oder auch keine, jemand hat irgendwie Schuld daran, es ist halt einfach so, und dass du halt wesentlich häufiger abgelehnt wirst, als dass du halt erfolgreich bist, ja, mit der Generierung eines Zoom-Termins oder eines Teams-Termins, ja. Und viele bilden das jetzt letztendlich online ab und da gibt es ja auch eine Conversion-Rate, die ist dann manchmal 5%, manchmal weniger als 5%, manchmal mehr als 10%, je nachdem, wie vorgewärmt die Audience vorher schon war. Wenn es eine Retargeting-Kampagne ist, dann kann es auch mal über 10 sein. Aber das bedeutet ja im Klartext, dass du im Offline, wenn du jetzt Telefonakquise machst, ja auch nur mit jedem 10. vielleicht ins Gespräch kommst oder mit jedem 20. Ja, und die anderen werden dich halt abweisen und das ist eben part of the game. Ja? Und das Ganze als Spiel zu sehen, das haben wir eben viele verlernt und nehmen das Ganze viel zu ernst, wenn sie mal sozusagen auch ein bisschen blöd angemacht werden oder blöd angeredet werden von irgendeiner Zentraldame. Das kommt halt immer wieder vor, es lässt sich nicht vermeiden. Und das ist sozusagen der erste Grund meiner Meinung nach, warum viele viel zu schnell aufgeben, weil sie es nicht verlernt haben, einfach grundsätzlich zu spielen, das Leben als ein Spiel zu sehen. Ja? Das Leben ist eine Bühne. Wer hat es gesagt? Monty Python oder irgendwie so ein Schauspieler. Ich weiß nicht mehr genau, wer, aber der hatte wahrscheinlich auch recht. Der zweite Punkt ist, das Prinzip der höflichen Hartnäckigkeit stringent zu verfolgen. Das bedeutet, höfliche Hartnäckigkeit, sagt der Name schon, das bedeutet nicht, dass du Leute auf die Nerven gehst, indem du hartnäckig bist, ja? Sondern es bedeutet, dass du sozusagen höflich immer wieder nachfragst, dranbleibst und Interesse zeigst, diesen oder jeden Kunden zu gewinnen. Ja? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, vergessen nämlich viele, die Vorstufe dazu, dass ein Kunde überhaupt Interesse an dir zeigen kann, ist, dass du ihm Interesse zeigst, dass er für dich als Kunde in Frage kommt. Ja? Und das ist natürlich deine Aufgabe, das immer wieder zu tun. Dann B, viele verwechseln das Ganze mit Betteln, ne? Also mit Hinterherlaufen und sozusagen auf den Knien rumrutschen. In der Coaching-Branche zum Beispiel ist es ja so, dass sie das Ganze einfach mal kurz 360 Grad gekippt haben. Ja? Da geht es eben so, dass man sagt, okay, jetzt bewirb dich mal dafür, ja, so akademiemäßig, ja, habe ich ja auch schulungsmäßig oder universitätsmäßig, jetzt bewirb dich du mal, damit ich überhaupt davon überzeugt bin, dass du der Richtige bist, mit dem ich zusammenarbeiten will, den ich coachen will, den ich unterrichten will, und dass du überhaupt der Richtige bist, der mir dann auch das Geld überweisen darf. Ne? Also letztendlich, die kippen das Ganze und ich denke, der gesunde Mittelweg ist der richtige. Das heißt, dass ich halt nicht das Ganze mit Betteln, ja, verwechsle, sondern dass ich hier
sozusagen mit erhobenem Hauptes, ja, höfliche Hartnäckigkeit betreibe, aber keineswegs mich hier untertänigst sozusagen darum betteln muss, dass jemand mein Kunde wird. Ja? Also das ist sozusagen eher kontraproduktiv, weil das nämlich in der Regel nur Leute tun, die es unbedingt nötig haben. Und wie wir das schon auch von der Sozialakquise wissen, wenn du so rüberkommst, dass du es unbedingt nötig hast, dann kriegst du es erst recht nicht. Ja? Und genauso ist es ja im Businessleben auch. Dann C, verwechseln halt viele immer überreden mit überzeugen. Da ist nämlich ein kleiner, feiner, aber sehr, sehr wichtiger Unterschied zwischen überzeugen, jetzt kommt hier irgendwie der Schatten oder keine Ahnung was, und überreden. Ja, überreden ist, ich kann jeden irgendwie so lange auf ihn einreden, wenn er, sagen wir mal, jetzt zu höflich ist, um abzulehnen oder irgendwas, bis er dann zusagt dem Termin oder dem Produkt. Und dann wird er es halt wieder zurückgeben, das Produkt. Ja, oder den Termin einfach absagen oder 10-mal verschieben. Ich muss fähig sein, in der Kundenakquise meinen Interessenten ich muss fähig sein, meinen Kunden zu überzeugen. Ja, so überzeugen, das bedeutet, dass er selber es möchte, ja, dass er selber davon überzeugt ist. Und das ist eben eine Kunst für sich. Denn das geht natürlich nur darin, dass er davon auch überzeugt ist, das ist was, what's in it for me, ja, also das typische englische Ausspruch sozusagen. Wenn du es schaffst oder wenn du es nicht schaffst, ja, dass dein Interessent erkannt hat, what's in it for me, also was für ihn drin ist in dem Termin, ja, deswegen sage ich immer wieder, fokussiere dich im Qualifizierungsgespräch auf den Termin, ja, verkaufe den Termin und nicht irgendwelche langfristigen Zusammenarbeiten, ja, das kommt dann erst alles später. Okay, der dritte Punkt, uns fällt mir hier der Arm ab mit dieser Kamera hier, ja, der Traum vom schnellen Geld, also viele werden halt auch infiziert durch irgendwelche YouTube-Videos, ja, der Traum vom schnellen Geld, ja, und so weiter, und das ist natürlich, im B2B, da wo ich ja auch tätig bin, da gibt es Sales Cycle, die sind, je nachdem, wo du jetzt genau arbeitest, in welcher Nische oder Branche, aber ich würde mal sagen, durchschnittlich ein Sales Cycle von einem Jahr, also ist überhaupt kein Thema. Ne? Und das ist teilweise sogar so, dass wenn du jetzt ein Produkt hast wie eine Firewall, die 50.000 Euro kostet, gibt es teilweise Sales Cycle, die dauern ein Jahr, ja, bis wirklich das Geld dann geflossen ist. Und das ist auch kein Problem als Vertriebler, weil du hast ja ein Fixum und du hast halt sozusagen, wenn du neu wo anfängst und hast noch keine Pipeline, hast halt sozusagen im ersten Jahr noch nicht so viel, aber dann eben füllt sich das ja auf, ja. Und du verdienst immer im aktuellen Jahr sozusagen die Provisionen, ja, die du dir letztes Jahr, im vorigen Jahr halt aufgebaut hast. Aber was halt viele dann nicht verstehen, ist, wenn sie halt sozusagen einen externen oder eine Agentur oder so auf eine Agentur zugehen oder einen neuen Vertriebler einstellen, der halt nicht sofort Umsatz macht. Ja, das kann natürlich schon sein, wenn er entsprechend halt warme Leads bekommt. Aber wenn er ganz kalt wo anfängt, ja, dann ist es halt so, dass es teilweise bis zu ein Jahr dauern kann, ja, bis da richtig der Knoten platzt. Es kann natürlich sein, dass kleinere, zufällige Abschlüsse auch vorher schon passieren. Aber systematisch, also System, wenn man das mit System macht, ist es halt so, dass man durchschnittlich davon ausgehen muss, dass ein Sales Cycle ein Jahr dauern kann. Und das ist leider sogar so bei kleineren Produkten. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Projekten, die ich schon gemacht habe in der IT-Vertriebswelt. Es ist leider nicht so, dass man sagen kann, naja, nur weil jetzt ein Produkt irgendwie nur 20.000 kostet, was sehr, sehr wenig ist für B2B-IT, ist die Entscheidung innerhalb von 5 Wochen durch. Das ist halt leider eben nicht so. Und teilweise sind da die Sales-Cycle genauso lang, als wie für ein Projekt, das 1 Million kostet oder 2 Millionen. Ja. Und dann werden diese 2 Millionen Budget auch nicht auf einmal abgezahlt, sondern eben schrittweise in Etappen. Ja. Also das Ganze ist halt einfach anders, als wie dieses sogenannte, auch meinetwegen hochpreisige, ja, schnelle Verkaufen,
ja, vom Erstkontakt hin zum Verkauf innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Das ist die IT-Welt, B2B ist da eben eine andere. Und schon allein, weil es einfach teilweise technisch gar nicht möglich ist. Ja? Du brauchst teilweise 3, 4 Unterschriften. Ja? Du brauchst per Gesetz eine Ausschreibung. Bis so eine Ausschreibung aufgesetzt ist, bis sie durchgeführt ist. Das dauert schon alleine 5 Monate oder sowas. Ja? Also das ist halt einfach teilweise wirklich eine andere Welt. Und dazu brauchst du eben Geduld. Ja? Und das schnelle Geld ist da eben nicht drin. Es ist einfach so, wenn du das schnelle Geld machen willst, wenn es sowas dann gibt, ja, dann musst du halt schauen, dass du irgendwo an die, keine Ahnung wohin gehst, ja, in irgendeinem Boiler Room, ja, wo du mal jeden Tag Abschlüsse machst, irgendwas verkaufst, ich weiß nicht was, wie hieß es damals, HSE 24 oder irgendwie sowas, aber die IT, B2B-Welt ist da was völlig anderes. Ja, was haben wir noch vergessen? Ich habe mir nämlich so einen Spickzettel mir heute gemacht und das Ganze bringt mich ehrlich gesagt mehr durcheinander, als dass es mir hilft. Normalerweise rede ich total frei. Sales-Zyklen, so noch, der Traum vom schnellen Sales-Zyklen, das haben wir schon gehabt, ja, okay. Selbst für die Anschaffung, ja, das habe ich ja alles gerade schon gesagt, okay. Siehst du, ich doch nicht so schlecht. Also jetzt hat 10-mal der Wind gedreht, die Wolken und die Sonne, ich glaube das Video ist echt vom Licht her total bescheuert, aber ich wollte unbedingt die Palme hinten drauf haben. Ja. Und die schöne Aussicht natürlich wie immer. Wunderbar hier, wunderbar. Man sieht die Berge leider nicht so erkennbar hier, doch ein bisschen vielleicht. Wahnsinn, einfach toll. Jetzt müssen wir nur noch die Steuern ein bisschen senken in Deutschland, in Bayern, ne? Dann wäre alles super. Dann könnte ich mich sozusagen hier auf ewig reproduzieren. Bis dahin und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.